Gott! Die Thermoparasiten sind Terrormorphs. Du hast das gerade gesehen, oder? Du würdest mir sagen, wenn ich den Verstand verliere. Der Parasit ist zu einem Morph geworden. Das Ungeziefer auf allen Planeten, das sind Baby-Terrormorphs. Parasiten verstecken sich auf Schiffen, schleichen nach der Landung weg und verwandeln sich dann. Ja, ja. Wir wissen jetzt, wie Terrormorphs auf neue Planeten kommen. Ja, doch schon. Was zum Thermoparasiten? Sind das vielleicht erfolgreichste Ungeziefer im Universum? Sie sind zäh wie Titan, schleichen sich auf Planeten, indem sie sich in Schiffsantrieben verstecken, bauen Nester auf allem, was Wärme absondert, und vermehren sich. Was sie aber eigentlich mit der vielen Energie machen, die sie abzapfen, ist, eine gewaltige Transformation anzutreiben. Das erklärt, wie etwas so Großes wie ein Terrormorph auf neue Welten kommen kann, ohne dass es jemand bemerkt. Bis jetzt. Die Viecher, die sich da angekrügelt hatten. Aber daraus. Wenn das wirklich möglich ist, die Lazarus-Pflanze beschleunigt die Thermoparasitentransformation offenbar. Verwandelt das eine ins andere. Augenblicklich. Aber das heißt, wenn jemand davon wüsste, könnte er eine Terrormorph-Geburt auslösen. Man könnte einen Parasiten oder sogar mehrere in eine Stadt wie New Atlantis schmuggeln. Ja. Guter Gott. Der Angriff auf New Atlantis hat das... Wir können wohl ja nur an einer Stelle, ne? ...eingefädelt haben? Es war ja nur an einer Stelle. Aber erst einmal müsste man die Wahrheit kennen. Naja, wir müssen das Ding fassen, wenn wir es wirklich wissen wollen. Hinterher! Wir können fortfahren. Los! Aha. Also haben wir es richtig gemacht. Also kann man die ruhig vernichten, die. Leite Analysesequenz ein. Sie stimmen überein. Das bedeutet mit großer Sicherheit, dass die Angriffe auf beide Planeten mit Hilfe der Lazarus-Pflanze ausgelöst wurden. Ja, und wie kommt die Pflanze auf andere Dings? Wenn die nicht einfach so hier auftaucht, in New Atlantis und in Tau City. Die Transformationen auf diesen Welten wurden von Menschen ausgelöst. Captain, ist dir klar, worüber wir hier gerade gestolpert sind? Ja, so ungefähr. Ich denke, jemand hat herausgefunden, wie man mit der Lazarus-Pflanze Terrormorph-Angriffe auslösen kann. Das ergibt tatsächlich einen Sinn. Tau Ceti war wahrscheinlich der erste Test. Ein abgelegener Ort, an dem niemand nach dem Verschwinden einiger Siedler fragen würde. Tja. Dafür sorgen, dass die große Show, der Angriff auf New Atlantis, ein Erfolg wird. Und den Zeitpunkt dafür. Es kann kein Zufall gewesen sein, dass es genau dann passierte, als wir das Kabinett baten, gegen die Terrormorphs aktiv zu werden. Diese Angriffe. Jemand hat sie geplant, um das in Gang zu setzen.
Das waren sie auch. Aber diese Antwort, tja, sie wirft ein paar signifikante Fragen auf. Wer könnte so etwas auf die Beine stellen? Und warum? Und warum? Ja. Vielleicht. Aber warum lässt man uns dann die Terromorphs beseitigen? Das einzige wegnehmen, was die Pflanze nützlich macht. Wir sollten die Diskussion lieber dann führen, wenn ihr nicht gerade am Rande der zufrierenden Hölle des Universums steht. Wenn wir weitere Terromorph-Angriffe verhindern wollen, ob von Menschen oder anders verursacht, dann brauchen wir diese letzte Probe. Roger. Kaisa? Roger. Bringst du uns zum Raumhafen? Der Eingang ist hier entlang. Okay. Okay. Na, der ist aber schnell, ey. Wo ist er denn? Unten oder oben? Hier. Ich kann den Schließmechanismus nicht mit ausreichend Strom versorgen. Hat jemand eine Idee, wo wir mehr Saft herkriegen? Die Stromversorgung wurde wohl im Sicherheitsbüro gesteuert. Obergeschoss. Der Kämpfer und ich können ihn auskundschaften. Kaisa, das da. Sieh zu, dass du einen anderen versuchst, ihn zu öffnen. Verstanden. Wenn ich Überraschung finden könnte, wäre ich jetzt überrascht. Schuss, Sicherheitsbüro. Tür zu. Noch höher, da oben drin. Aha. Nicht reicht nicht höher. Da ist die Schalttafel. Sieht noch funktionsfähig aus. Schlüssel, ich darf nicht vergessen, meine Schmuggelware in diesmal mal in einen Container zu packen, wenn ich endlich mal wirklich testen will, ob ich überhaupt fähig bin zu schmuggeln. Werde ich nie verstehen. Wo bist du? Ey, ich muss nochmal hoch. Scheiße. Mann. Was war denn jetzt noch? Wo denn oder was denn jetzt noch? Wir müssen reden.
zerstörte diesen Ort und tötete diese Menschen. Um das, was er über die Lazaruspflanze und die Terrormorphs und all das wusste, geheim zu halten. Nicht wahr? Du hast die Aufzeichnung gehört. Er erkannte das Potenzial der Pflanze als Waffe und versteckte sie. Er hat die Menschen getötet. Die Stadt verdammt, damit sie nichts erzählen konnten. Er war ein... Ja, genau dafür hielten wir ihn alle. Aber ich schätze, das ist nur ein weiterer Teil seines kranken Vermächtnisses. Er dachte, er würde uns alle beschützen und nahm das Geheimnis mit ins Grab. Nur war er erfolglos. Jetzt weiß noch jemand von der Lazaruspflanze und setzt sie so ein, wie er es befürchtet hat. Jetzt ist nicht die richtige Zeit für solche Witze, klar? Nein, das ist Wahnsinn. Er ist tot. Sie haben ihn hingerichtet. Sie haben seinen Tod vorgetäuscht? Meine ganze Einheit. Sie warfen uns den Wölfen vor. Aber ihn behielten sie? Und jetzt ist er, was? Berater? Kommandiert insgeheim die Flotte? Was war so wichtig, dass sie ihn am Leben lassen mussten? Na, da haben sie sich aber einen Experten ausgesucht, oder? Ich denke, es liegt trotzdem nah, oder? Die Colonies jener Ära erschufen mich nur, weil sie Angst vor einer Welt ohne Vervictis an der Spitze hatten. Warum sollten sie ihn loswerden wollen? Solange ich lebe, werde ich nie die Loyalität diesem alten Mistkerl gegenüber verstehen. Moment mal. Wenn mein Vater lebt und von der Lazaruspflanze wusste, dann war er wahrscheinlich an den Angriffen beteiligt, oder? Und er steht mit niemandem in Kontakt, der ihm draußen helfen könnte? Dich hat er doch auch erreicht, oder? Aber ich schätze, wir bekommen im Moment keine weiteren Antworten. Los geht's. Holen wir die letzte Probe. Oh, das war mir wichtig. Ich lüge nicht gerne. Ich sage euch noch nie gelogen habe, aber ich lüge nicht gerne. Das reicht jetzt in dem Alter nicht mehr. Kaiser, versuch es jetzt! Und im Spiel ja auch nicht. Dann wird im Spiel anders sein als. Leute, eure Probe, sie hat sich bewegt. Ihr müsst vorsichtig sein. Ach, das ist der Raumhafen von. Und hier gewesen. Ja, hier haben sie natürlich Platz genug, wa? Ich bin ja von überall gekommen. Nicht wieder.